Okay, Daniel, hallo. Hallo. Wir sind ja hier bei der Summer School im schönen Berlin, im heißen Berlin. Und das Thema jetzt für das Gespräch ist Gamification. Hast du jetzt hier bei der Summer School schon was mit Gamification gesehen? Ja, tatsächlich. Und zwar das HFD-Cert, das läuft ja angeblich mit Gamification-Aspekten. Und also da habe ich ein bisschen was gesehen, ja, aber sonst noch nichts. Okay, magst du vielleicht nochmal was zu dir sagen, wer du bist und wie du zu dem Thema Gamification gekommen bist? Ja, gerne. Ich habe mich eigentlich seit, ich sag mal, seit Ewigkeiten schon für das Thema Serious Games interessiert und Gamification. Konnte das noch nicht so richtig ausleben, das war eher so mein Scientific Hobby. Und da habe ich aber zum Beispiel ein Buchkapitel geschrieben, halt, konnte auch nichts Wirkliches machen. Und dann gab es ein Stellenangebot in Lüneburg, wo man selber eine gamifizierte Anwendung entwickeln kann. Und da kann ich es tatsächlich endlich auch mal richtig ausleben. Okay, also du bist jetzt an der Der Leuphana Fernuniversität Lüneburg Lüneburg und und ich was an der. arbeite auch noch an der LMU München. Ah, und dein Hintergrund? Ich bin Gesundheitswissenschaftler. Ah, also nichts Pädagogisches. Nee. Okay. Und was ist denn überhaupt Gamification? Also, wenn man das jetzt im Fahrstuhl jemandem erzählen würde, der ein paar Stockwerke mitfährt, was wären da so deine Elevator Schlagworte? Speech. Genau. Also Gamification, da geht es eigentlich darum, eigentlich ist es relativ simpel, man versucht die motivationalen Aspekte von Computerspielen. Also warum macht denn Spielen Spaß? Das ist ja so ein bisschen die Frage, warum können wir da nicht aufhören oder wollen nicht aufhören? Und beim Lernen zum Beispiel wollen wir ja gerne mal wieder aufhören, wenn wir keine Lust mehr haben. Und die Idee ist halt, dass man diese Spielaspekte, diese Motivation der Spiele überträgt auf Nicht-Spiel-Konzepte. Das ist also quasi, wenn man das rauszieht, nur die einzelnen Aspekte, das haben Motivationsforscher mal entwickelt, die haben sich angeguckt, was funktioniert und was funktioniert nicht, und die überträgt man quasi auf Nicht-Spielkontexte, wie zum Beispiel Lernen, ist so ein Klassiker. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt so als Kritiker kommen würde und sage, ja, Spielen, Computerspiele kennt jeder, habe ich auch gespielt, schon in den 80ern oder später mit Gameboy, auch stundenlang, jetzt nicht mehr so viel, aber kenne ich noch gut, Spiele und Lernen ist ja was Ernsthaftes, ne? Und gerade so Universität, da geht es ja immer sehr gesittet und akademisch zu. Wie passt das zusammen oder wie, was würdest du da sagen? Ich sag hier, das nur Spielereien, die sollen mal was richtig was lernen. Ja, also tatsächlich, Diskussion gibt es natürlich offen, die Nachfrage, das ist auch nachvollziehbar. Es gibt ja auch das, also Gamification ist ja das eine, das andere sind Serious Games, also quasi ernsthafte Spiele, die man einfach Dinge vermitteln will, wie Gesundheitsverhalten oder was auch immer. Und das ist ja schon der Widerspruch an sich, Serious Games, also ernsthaft und Spiel, da geht es schon los, das ist eigentlich gar nicht mehr verarbeitbar. Und im Endeffekt ist Gamification mal nur eine Möglichkeit, quasi Motivation zu verbessern, von Lernenden zum Beispiel, und halt auch sowas wie eine Erfolgssteigerung zu kriegen und sowas wie Engagement, also sich damit mit Dingen zu beschäftigen, worauf man eigentlich nicht so viel Lust hätte. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Grundidee dahinter. Und wie sieht es jetzt bei dir ganz konkret aus? Du hast ja auch so ein Projekt dazu. Kannst du das mal beschreiben, dass man es mal ein bisschen fassbarer kriegt? Ja, also wir entwickeln gerade Onya, The Wellbeing Game, und da geht es jetzt nicht primär ums Lernen, sondern darum, das Gesundheitsverhalten zu verbessern oder den Wellbeing-Status zu verbessern der Spieler. Und es funktioniert so, dass man, das basiert auf den Five Ways of Wellbeing, das ist ein evidenzbasiertes Konzept, wo man so Aktivitäten des täglichen Lebens zuordnen kann und in fünf Bereichen. Und das trägt man einfach ein, wie so ein Online-Tagebuch. Und da muss man gucken, passt das zu irgendwelchen von den Five Ways? Und dafür kriegt man dann Punkte für seine Aktivitäten. Das ist eigentlich alles. Und man geht dann in Teams und spielt quasi gegen andere Teams und versucht dann der Wellbeing-Champion zu werden. Und das ist jetzt so aufgebaut, dass man halt Punkte kriegt. Man kann, gibt Level-Ups, man kann auch aufsteigen, kriegt dann Missionen, die man freispielen kann und muss dann so ja, irgendwelche Aktivitäten wie zum Beispiel den Kollegen mal helfen oder mal die Mutter wieder anrufen, solche Aktivitäten, solche Aufgaben, die dann immer komplexer werden, zu machen. Genau, und das ist so ein bisschen die und halt Badges, diese virtuellen Auszeichnungen sind auch noch drin, dass man, wenn man bestimmte Foreneinträge gemacht hat oder besonders gut war in einem der Five Ways of Wellbeing, dann kriegt man dann noch ein Badge. Also das ist schon eine ganze Reihe an Gamification-Elementen da drin. Und wie ist das so die Resonanz? Habt ihr das schon evaluiert? Gibt es da schon Rückmeldungen? Ja, wir sind gerade dabei, die Studie läuft jetzt leider noch, aber die Resonanz ist eigentlich ganz gut, und die Idee ist halt hinter diesem Spiel, dass die Leute am Ende verstehen, dass man Einfluss auf seine Gesundheit hat, dass man selber das in der Hand hat und auch selber was machen kann. Und das war tatsächlich bei allen Spielern bislang so. Die haben gesagt, okay, also das habe ich auf jeden Fall verstanden, ich kann mehr machen. Und darum geht es eigentlich auch in dem Spiel. Das ist jetzt die eigentliche Idee. Und Gamification ist quasi nur die Motivationshilfe quasi.
Okay, und jetzt nochmal so Kritiker spielen. Mhm. Wie sieht es aus mit Aufwand, mit Kosten und Ressourcen? Und war das irgendwie problematisch dann irgendwie ins. Kostet ja wahrscheinlich auch Geld, muss ja irgendwo herkommen, braucht vielleicht Förderung. Wenn man dann sagt, hier, ich habe einen Antrag für ein gamifiziertes Spiel oder Element in der Lehre und dann kommt vielleicht, was wir vorhin schon hatten, diese Bedenken, das ist ja eh nur Spielerei, das ist sondern was Ernsthaftes Lernen. Wie war da so der Prozess? Oder wie hoch sind so die Kosten und Ressourcenbedarf? Ja, also wir müssen uns vielleicht mal trennen. Das eine ist ja so eine gamifizierte Anwendung, wie wir das jetzt gemacht haben. Das ist schon teuer, brauchen Softwareentwickler, die das halt wirklich alles entwickeln. Das mit öffentlicher Ausschreibung, also aufwendig und teuer, definitiv. In der Lehre ist tatsächlich aber so, dass man relativ schnell und kostengünstig Sachen einbauen kann. Moodle zum Beispiel hat eigene Gamification-Plugins, wo man zum Beispiel Level freischalten kann, dass man Punkte kriegt in dem Profil, dass man Badges verteilen kann. Die sind kostenfrei, alles bei Moodle. Das kann man einfach schnell einbauen und dann kann man es anwenden. Deswegen also in der Lehre eigentlich spricht eigentlich nichts dagegen. Okay, aber wenn ich jetzt angenommen, ich bin in der Lehre tätig, sag und habe auch Moodle und sag so, jetzt will ich loslegen mit der Gamifizierung. Aber brauche ich da nicht nur irgendwie so ein Konzept oder haue ich da einfach jetzt, sage ich, für jede Aktivität gibt es jetzt ein Badge. Das kann ja dann auch schnell, ne, also Umkehreffekt oder Korrumpierungseffekt, ne, kann ja dann auch ins Gegenteil führen. Also was wäre denn so ein ganz einfaches Konzept, um in Moodle mit Gamifizierung in der Lehre zu arbeiten? Ja, also gute Frage tatsächlich. Also im Endeffekt, ich mache es mal exemplarisch an einem Virtual Classroom, das ist ja so ein Klassiker in der Ausbildung. Da geht es ja zum Beispiel darum, dass die Leute vorbereitet in die Präsenzphase kommen. Das heißt, im besten Fall gibt es dann Online-Videos, die sie sich anschauen können. Und die Problematik ist ja, sie sind meistens nicht vorbereitet. Oder die größte Schwäche ist ja, die sind nicht vorbereitet, die Hälfte hat es nicht gelesen oder nicht angeschaut und dann kann man nicht mehr weitermachen. Da könnte zum Beispiel jetzt ganz einfach einsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel will, dass alle Videos angeguckt wurden, kann man zum Beispiel sagen, es gibt ein Badge, und zwar das Viewer-Badge, wenn man alle Videos angeschaut hat. Dann baut man noch ein Quiz ein am Ende meistens beim Virtual Classroom nach dieser Online-Phase. Das kann man einfach mit Punkten versehen und dann sieht man halt, im Endeffekt ist ja nichts anderes als eine Note, wenn man so will. Wir können das ja auch einfach als Notenspiel gesehen. Da kann man zum Beispiel jetzt einfach mal Punkte einsetzen, dann kann man auch sehen, der kann der Spieler oder der Lerner selbst schon mal sehen, wie weit er ist, weil Punkte ist auch so ein Feedback-Tool eigentlich. Man kriegt ja durch Punkte direktes und kontinuierliches Feedback. Das ist ja für einen Lerntheoretiker, kriegt man ja feuchte Augen oder sowas. Also das ist ja eigentlich ein Traum. Und das können wir halt alles einbauen. Dann weiß der Spieler selber, okay, wo stehe ich? Aber auch der Dozent weiß dann, oh, ich sehe ja gerade, bestimmte Leute haben weniger Punkte. Vielleicht haben sie doch nicht alle das Video angeguckt. Vielleicht ist es auch zu komplex. Also auch sowas wie ein Assessment-Tool dann. Okay. Also wie ich jetzt raushöre, scheinst du ja ganz begeistert zu sein oder angetan von Gamification. Was ist denn jetzt so ganz persönlich dein so Favorite oder Element oder Teil von Gamifizierung? Wir haben ja schon ziemlich breit darüber gesprochen, aber wenn du jetzt eins benennen müsst, was sagst, das finde ich ganz toll. Ein Element, ein Gamification-Element? Ja. Badges. Also diese Online-Auszeichnungen sind tatsächlich, da gibt es auch relativ viele Studien zu, die zeigen, dass das, also es geht eigentlich, basiert Gamification auf der Selbstbestimmungstheorie. Das heißt, es geht eigentlich um Kompetenzerleben, Autonomie und soziale Zugehörigkeit. Darauf basiert unsere Motivation und darauf basieren auch alle Gamification-Elemente. Die ziehen immer direkt auf eins oder mehreren sogar von diesen Bereichen ab. Und Badges ziehen ganz immens auf dieses Kompetenzerleben ab, aber auch auf soziale Zugehörigkeit. Denn Badges kriegt man für was eine erbrachte Leistung, aber man zeigt es ja auch anderen. Ne? Und im Endeffekt ist das tatsächlich so der größte Faktor. Ist ja interessant, man hat ja eigentlich vom Badge gar nichts. So ein Online, bringt einem ja eigentlich nichts, so eine Online-Auszeichnung. Ja. Aber es ist extrem angesagt. Jetzt könnte ich vielleicht auch denken, also wenn ich jetzt dich so reden höre, ja, das klingt alles ganz toll, mit Gamification können wir alle Probleme der Bildung lösen. Ist natürlich jetzt sehr provokant formuliert, die Frage, aber wo würdest du jetzt sagen, sind die Grenzen von Gamification, was kann man damit nicht erreichen, wo man jetzt denken könnte, mit Motivation oder gibt den ein paar Badges, dann kriegen die alle super Noten und sind toll motiviert durchs ganze Studium. Genau, also ja, also es wäre natürlich toll, wenn das so wäre, ne? Jetzt haben wir endlich das Heilmittel, aber das ist natürlich nicht so. Also Gamification funktioniert immer dann sehr, sehr gut, wenn es um Aktivitäten geht, die nicht so wahnsinnig beliebt sind oder sowas auch wie Routine ist. Also das heißt, wenn es euch jetzt Probleme hat mit Fächern, ich nenne jetzt kein Fach, aber es gibt natürlich Fächer, die vielleicht nicht so beliebt sind und da macht es, glaube ich, mehr Sinn, Gamification einzusetzen. Wenn das Fach eh interessant ist und die Studierenden auch motiviert sind oder die Lernenden, dann braucht man es auch nicht einsetzen, Gamification. Also tatsächlich macht es eher Sinn bei problematischen Fächern, würde ich sagen. Und das heißt, es gibt auch nicht so ein
gerade an Gamifizierung, der jetzt gut ist, oder ab einem gewissen Punkt, wo er sagt, es ist jetzt übergamifiziert? Nee, die Gefahr ist halt immer da. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch so der größte Schwachpunkt. Wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel das sämtliche Arsenal rauszupacken von Gamification, kann man natürlich irgendwann auch das Ziel aus den Augen verlieren. Und dass die Leute vielleicht sagen, okay, ich gehe noch jetzt mal im Virtual Class zum Beispiel mal wieder zu bleiben. Die Leute versuchen noch, die alle Badges zu kriegen oder möglichst viele Punkte, aber interessieren sich gar nicht für die Inhalte. Gucken sich die Videos an, spulen die vielleicht aber auch vor oder doppelte Geschwindigkeit, Hauptsache das Badge ist da. So, das gibt es halt aus dem Spielbereich tatsächlich ganz oft, dass die Leute gar nicht mehr das Spiel wahrnehmen, sondern einfach nur noch die Abzeichen haben wollen. Deswegen, genau, also was du schon gesagt hast, also ein Konzept haben sollte man nicht einfach wahllos irgendwas nutzen, aber schon überlegen, was will ich eigentlich erreichen, wo sind die Problematiken und dann gezielt gucken, was kann ich einsetzen und dann aber auch immer die Selbstbestimmungstheorie im Kopf haben, dass man möglichst alle drei Bereiche irgendwie mit seinen Gamification-Elementen abdeckt. Also ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dann auch funktioniert. Okay, das war schon, dass man die nächste Frage beantwortet. Ich wollte fragen, was würdest du Anfänger, Anfängerinnen, die sich jetzt in der Lehre mit Gamification auseinandersetzen wollen, empfehlen? Aber das kam jetzt sehr schön rüber. Jetzt wollte ich noch eine letzte Frage stellen, die ist jetzt auch so ein bisschen herausfordernd. Und zwar geht es, macht man immer so bei Gesprächen, also man fängt irgendwo an, wo kommt es her, wie hat man selber dazu gekommen. Aber jetzt geht es um die Frage, Blick in die Zukunft. Mhm. Also Gamification kann man ja schon sagen, hat schon einen Aufschwung erlebt. Ne? Also es ist in mehr Münder als noch vor 5 oder gar 10 Jahren, ne? Auch gerade mit Verbreitung von so Elementen wie in Moodle, was ja auch sehr beliebt ist. Was würdest du sagen, in den nächsten, ich weiß, das ist sehr herausfordernd, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wird man da weiter einen Gamifizierungsschub sehen, Anstieg, und gibt es da vielleicht auch nochmal so, so Gegenbewegung, sagt, es ist wieder nur Blödsinn? Also hast du da irgendwie so Einschätzung, wenn man jetzt so in die Glaskugel blicken müsste und in die Zukunft guckt? Also das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Also im Endeffekt glaube ich schon, es ist ein Hype, definitiv gerade. Ich glaube schon, dass sich das auf Dauer durchsetzen wird. Also ich bin davon überzeugt, ich glaube, es ist auch nicht Ende der Fahnenstange, was die Forschung angeht. Da gibt es noch relativ viele ungeklärte Fragen. Also das bleibt auf jeden Fall. Ob das jetzt für immer bleibt, weiß ich tatsächlich nicht. Also was dagegen spricht, ist dieser Novelty-Effekt. Das ist ja gerade neu und es macht halt Spaß und hey, das probieren wir gerne mal aus. Und das ist bei Computerspielen ja auch, irgendwann erschöpft sich das. Na, und dann ist es vielleicht nicht mehr so spannend. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Selbstbestimmungstheorie, die ist ja eigentlich knallhart und unsere Motivation basiert halt auf diesen drei Aspekten. Und solange Gamification darauf abzieht, glaube ich, kommen wir da gar nicht raus aus diesem gefühlten Hamsterrad. Deswegen sage ich, wird auf jeden Fall nicht aufhören, zumal auch das Medium spielt, mit dem sind wir ja schon bekannt. Also das ist ja eigentlich alt und das kennt man ja. Also da glaube ich, es wird jetzt nicht verschwinden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht auf Dauer so eine Anerkennung hat, wie es jetzt gerade ist. Spannend. Also es lohnt sich, an dem Thema auf jeden Fall dran zu bleiben. Das habe ich ja auch nochmal rausgehört. Ja, unbedingt. Sehr gut. Und da haben wir mit dir ja einen kompetenten Ansprechpartner, wenn es da mal Fragen gibt. Ja, gerne. Gut. Dann danke ich dir sehr für das informative Gespräch und noch viel Spaß bei der Tropical Summer School. Ja, danke schön.